Heute wollte ich mal ein Video zum Thema Geld in Ägypten machen und auf die häufigsten Fragen eingehen. Muss ich mein Geld überhaupt tauschen? Wo tausche ich zu den besten Kursen, sodass ich halt auch am meisten von meinem Geld habe? Wie funktioniert das dann? Welche Karten funktionieren hier und wo kann ich damit bezahlen? Und ja, was gibt es sonst noch beim Thema Geld so zu beachten? Am Anfang, bevor ich jetzt auf die einzelnen Fragen eingehe, wollte ich einmal kurz die Landeswährung, also ägyptische Pfund, zeigen. Die Währung wird hier immer mit EGP, also Englisch, oder LE, Französisch, abgekürzt. Wie der Laden seine Preisschilder, also sollte der Laden überhaupt welche haben, gestaltet, ist aber egal, da es am Ende ein und derselbe Preis und somit halt Geschmackssache ist. Die meisten Läden kürzen jedoch mit LE, also Französisch, ab. Auf dem Bild seht ihr die verschiedenen Scheine. Dabei gibt es Scheine in den Größen 200, 100, 50, 20, 10, 5 und 1 ägyptische Pfund. Die Größeneinteilung ist also wie in Deutschland auch, mit dem einzigen kleinen Unterschied, dass wir keinen 1-Euro-Schein haben. Neu ist jetzt seit kurzem der 10 ägyptische Pfundschein, denn der wurde optisch überarbeitet und mit neuen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Besonders cool finde ich dabei das durchsichtige Fenster, was nahtlos in den Schein integriert ist. Also der Schein fühlt sich einfach sehr schön und hochwertig an, obwohl er halt gerade mal 40 Cent wert ist. Nach und nach sollen jetzt auch noch die anderen Scheine überarbeitet werden. Eine Sache könnt ihr euch aber eh merken: die kleinen Scheine, das heißt 20er, 10er und 5er, sind hier Mangelware. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt mit dem neuen Kleinschein, dass das ausgeglichen wird, so dass halt mehr Kleingeld im Umlauf kommt. Als nächstes sollen nämlich der 5er und der 20er überarbeitet werden. Natürlich gibt es auch Münzen, die heißen dann nicht Pfund, sondern Piaster. 100 Piaster sind dabei 1 Pfund. Es gibt 5, 10, 20, 25 und 50 Piaster. Allerdings sind die Piaster im Alltag eher zu vernachlässigen, da der kleinste, also der 1 ägyptische Pfundschein, aktuell 5 Cent wert ist. Sollte man mal zwei, drei Münzen bekommen, kann man die genauso gut als Trinkgeld direkt im Laden lassen oder später sammeln und am Ende des Urlaubs einem Mitarbeiter im Hotel oder auf der Straße geben. Ich denke, die wenigsten von uns haben nämlich Lust, mit Münzen im Urlaub rumzulaufen, die halt nur wenige Cent wert sind. Teilweise ist es auch so, zum Beispiel bei McDonald's, dass die Preise am Ende an der Kasse aufgerundet werden. Das heißt, ihr bezahlt dann nicht mehr zum Beispiel 78 ägyptische Pfund, sondern direkt 80. Das liegt einfach daran, dass die kleinen Einerscheine und Münzen nicht immer in ausreichender Menge verfügbar sind und es halt so für die Geschäfte einfacher und schneller geht. Ich hatte aber auch schon Fälle, wo halt zu meinen Gunsten abgerundet wurde. Da hätte ich dann 77 ägyptische Pfund bezahlen müssen, er hat aber nur 75 berechnet. Also es hat so ein bisschen, ja, Tankstellencharakter, wo es halt auf ein, zwei Cent nicht ankommt. Wenn man es nicht kennt oder weiß, ist es aber bestimmt ungewohnt und deswegen wollte ich es einmal kurz erwähnen. Also nicht wundern, wenn ihr mal kein passendes Geld zurückbekommt. Wie gesagt, ein Pfund sind knapp 5 Cent. Kommen wir nun zur Frage, muss ich mein Geld überhaupt in ägyptische Pfund tauschen? Das kommt darauf an, was du vorhast, hier vor Ort zu machen. Wenn du vorhast, nur im Hotel zu bleiben, dann wirst du dein Geld nicht tauschen müssen, denn im Hotel akzeptiert jeder Shop Euro, genauso wie Dollar. Viele akzeptieren auch Rubel und andere Währungen, aber ich denke, das ist jetzt für meinen Kanal zu vernachlässigen. Auch Touren zum Beispiel nach Kairo oder Luxor, was halt alles im Hotel angeboten wird, kannst du auch einfach mit Euro bezahlen. Wenn du jedoch vorhast, das Hotel zu verlassen, um vielleicht ein bisschen auf eigene Faust loszugehen, dann wirst du früher oder später nicht drum herum kommen, dein Geld in ägyptische Pfund zu tauschen. Es fängt schon mit Uber an, offiziell musst du dort nämlich mit ägyptische Pfund bezahlen. Viele Fahrer akzeptieren jedoch auch Euro. Das Problem daran ist dann aber, dass du kein Wechselgeld bekommen wirst und der Fahrer den Umrechnungskurs natürlich zu seinen Gunsten umrechnet. Was nebenbei bemerkt auch gerechtfertigt ist, denn der Fahrer muss später die Euro in ägyptische Pfund zurücktauschen und er will natürlich vermeiden, durch den Wechselkurs halt Verlust zu machen. Das heißt, ihr zahlt fast automatisch immer 5 Euro für eine Fahrt, da die wenigsten im Urlaub mit Münze rumlaufen. Wenn der Fahrer nett ist, dann gibt er euch ägyptische Pfund wenigstens als Wechselgeld zurück, sodass ihr wirklich nur den offiziellen Uber-Preis am Ende bezahlt. Aber das muss er halt nicht. Schließlich habt ihr ja den Uber gerufen und ihr müsst das Geld auch passend parat haben. Also wenn du mit Uber kein Problem hast, weil du zum Beispiel online mit PayPal oder Kreditkarte bezahlst, dann wirst du spätestens in den offiziellen Shops vor Problemen stehen. In der Sense Mall kannst du mit Euro nämlich beispielsweise nur in sehr wenigen Geschäften bezahlen und das sind dann diese typischen Nippesläden. Im Supermarkt, bei den Internetanbietern, in Klamottenläden etc. kannst du nirgendwo mit Euro bezahlen. Ich sehe wirklich jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, Leute an der Kasse, die halt Euros in der Hand halten und dann verzweifelt gucken, wenn der Kassierer sagt, dass hier nur ägyptische Pfund akzeptiert werden. 50% derjenigen können dann lässig eine Visa-Karte oder ähnliches ziehen, um damit zu bezahlen und die anderen 50%, ja, werden rot, schämen sich so ein bisschen in Grund und Boden. Also im Supermarkt werdet ihr halt nichts kaufen können. Das gilt im Übrigen für jeden offiziellen Supermarkt, also auch Best Way. Also ob ihr euer Geld tauschen müsst, liegt bei euch und wie ihr vorhabt, den Urlaub zu verbringen. Solltet ihr vorhaben, die Sense Mall oder sogar das City Center zu besuchen, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht drum herum kommen, ein paar Euro in ägyptische Pfund zu tauschen. Wenn ihr nur im Hotel unterwegs seid und vielleicht nur irgendwie einen Ausflug macht, den beim Reiseleiter bezahlt, dann könnt ihr auch darauf verzichten, euer Geld zu tauschen. Meine Empfehlung ist aber definitiv zu wechseln. Es ist egal wo, also ob im Hotel oder außerhalb, und es ist egal was,
Ob ihr Klamotten, Schuhe oder Schmuck kauft, ihr werdet immer bessere Preise in ägyptischen Pfund verhandeln können. Warum ist das so? Das liegt einfach daran, dass die Währung viel feiner ist. Ihr müsst überlegen, dass der größte Schein der 200er ist, was umgerechnet aktuell ca. 8-9 Euro sind, die anderen Scheine dementsprechend halt weniger. Wenn ihr jetzt losgeht und euch zum Beispiel ein paar Schuhe kaufen wollt, dann wird der Verkäufer euch in der Regel fragen, ob ihr mit Euro oder ägyptische Pfund bezahlen möchtet. Wenn ihr jetzt Euro sagt, dann wird er wahrscheinlich direkt mit 50 oder 60 Euro anfangen, was natürlich viel zu viel ist, aber das ist so der gängige Einstiegspreis für die Verkäufer. Wenn ihr dann anfangt zu handeln, dann werdet ihr logischerweise in 5er und 10er Schritten handeln. Am Anfang macht ihr dann größere Sprünge und zum Ende hin geht es dann um plus minus 5 Euro, also um 25 oder 30 Euro. Mehr würde ich hier auf keinen Fall für einen Schuh zahlen, egal ob es ein neues Modell ist oder High Copy oder welche Dinge der Verkäufer euch sonst sagt. Ich habe auch schon mal ein Video zum Thema Verhandeln gemacht. Wenn ihr da nicht so fit drin seid oder ihr einfach meine Tricks haben wollt, dann schaut euch gerne das Video noch an. Ich würde aber einfach mal frech behaupten, dass kein Mensch um 2 oder um 1,50 Euro verhandelt. Allein schon, weil ich niemanden kenne, der Münzen im Urlaub mit durch die Gegend trägt. Mal ganz davon abgesehen, dass euch keiner rausgeben kann auf die Preise dann. Also wenn ihr auf 33,50 Euro verhandelt, das macht keinen Sinn. Wenn ihr den Verkäufer nach dem Preis in ägyptische Pfund fragt, dann sollte er beim gleichen Preis bleiben, 1200 oder 1400 ägyptische Pfund sagen. Auch in dem Fall werdet ihr am Anfang größere Sprünge und zum Ende hin kleinere machen. Allerdings könnt ihr dann um 50er und 100er Schritte handeln, was entsprechend 2 Euro oder 4 Euro sind. Statt dann bei 600 oder 700 ägyptischen Pfund stehen zu bleiben, was entsprechend ebenfalls die Hälfte des Preises ist, wie halt auch im Beispiel davor mit den Euros, packt einen dann doch ab und zu das Ego und man möchte vielleicht unbedingt einen runden Preis haben, wie zum Beispiel 500 ägyptische Pfund oder ähnliches, oder kann dann sagen, ja, 550, 750. Alleine dadurch kommen dann schon oft bessere Preise zustande. Oft sagen die Verkäufer aber auch direkt einen niedrigen Preis, wenn ihr einen ägyptischen Pfund bezahlen wollt, denn das ist für sie auch am einfachsten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, was welche Produkte aktuell so kosten, dann kann ich euch den Vlog 81 empfehlen. Da gehe ich auf die Preise der gängigsten Produkte wie T-Shirt, Schuhe und so weiter ein. Danach wisst ihr, wo ihr in etwa bei dem Verhandeln landen müsst, um halt einen guten Preis erzielt zu haben. Also wer einkaufen gehen will, sollte auf jeden Fall sein Geld in ägyptische Pfund wechseln. Übrigens, auch wenn ihr Trinkgeld gebt, ist es oft besser, direkt ägyptische Pfund zu geben, denn dann sparen die sich das Umtauschen. Oft zahlen die dafür nämlich hohe Gebühren, um aus Münzen Scheine zu machen. Also für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ein bisschen shoppen möchte ich schon hier oder vielleicht auch ein bisschen mit dem Uber fahren, der stellt sich jetzt die Frage, wo tausche ich mein Geld so, dass ich halt auch am meisten davon habe. Wenn man normale Mengen Bargeld mit hierher gebracht hat, dann tauscht man am besten am Automaten. Wer jetzt ein paar tausend Euro in der Tasche hat, um vielleicht eine Wohnung oder ähnliches anzuzahlen, der sollte natürlich zur Bank gehen. Bankautomaten zum Tauschen gibt es gefühlt an jeder Ecke. Auch die Kurse bei den Automaten der verschiedenen Aufsteller unterscheidet sich kaum. Was sich hier jedoch sehr wohl unterscheidet, sind die Gebühren der Bank an den einzelnen Automaten. Es gibt Automaten, die sind nahezu kostenlos und es gibt Automaten, die pauschal einen Prozentsatz oder eine Gebühr verlangen. Dazu sage ich auch gleich nochmal was. Nur so viel, ich habe eine Karte, wo ich normalerweise weltweit kostenlos abheben kann und trotzdem verlangt der neue Automat im F-Layler knapp 6 Euro Gebühr, obwohl ich nur knapp 100 Euro abheben möchte. Ich selbst tausche daher am liebsten mein Geld bei dem Geldautomaten von National Bank of Egypt. Das sind die grünen Automaten. Da blende ich euch auch mal ein Foto ein. Das liegt einfach daran, dass ich den Automat seit Tag 1 im Hotel benutze und es sich halt vertraut anfühlt. Die Bank selbst hat zwei Arten von Geldautomaten. Einmal eine eher moderne Variante mit großem schrägen Touchbildschirm und eine Variante mit geradem, kleinerem Bildschirm. Die moderne Variante habt ihr zum Beispiel am Flughafen in Hurghada oder auch in der Senso Mall. Die älteren Varianten sind eher in den Straßen verteilt oder halt in Hotels. Jetzt zeige ich euch einmal anhand von dem Automaten, wie ihr Geld abheben und wechseln könnt. Solltet ihr Geld abheben wollen, dann ist der Prozess relativ selbsterklärend. Ihr steckt eure Karte in den Automaten, gebt euren PIN ein und wählt danach die Summe, die ihr abheben wollt. Beachtet dabei, dass die angezeigten Summen natürlich ägyptische Pfund sind und keine Euro. Wäre auch etwas komisch, denn wer hebt schon mal eben 1000, 2000 oder 3000 Euro ab? Ansonsten ist noch zu sagen, dass die Automaten euch hier nicht anzeigen, wie teuer die Gebühren für den Vorgang sind. In Deutschland oder ich glaube sogar in Europa ist das inzwischen Pflicht. Hier ist es aber nicht so. Mit den Automaten von National Bank of Egypt habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht und mit meiner Visa-Card nie mehr als 1 Euro oder vielleicht 2 Euro gezahlt, was voll okay ist. Wenn ihr Geld umtauschen möchtet oder vielleicht auch einfach nur den Wechselkurs des Automaten wissen wollt, bevor ihr Geld abhebt, dann drückt ihr unten links auf Cardless Service und danach unten rechts auf Forex Exchange. Dann müsst ihr kurz warten und ihr bekommt im Anschluss die Wechselkurse der verschiedenen Währungen angezeigt. Wenn ihr jetzt mit der Karte Geld abheben möchtet, dann beendet ihr den Prozess, indem ihr auf den roten Knopf drückt und ihr könnt im Anschluss die Karte reinstecken und Geld abheben, wie vorher beschrieben. Solltet ihr aber Geld tauschen wollen, dann drückt ihr als nächstes auf Continue, also auf Weiter.
müsst wieder kurz warten und dann öffnet sich unten eine Klappe, wo ihr euer Geld einlegen könnt. Ich hätte euch das gern vorgeführt, aber ich habe seit gefühlten Ewigkeiten keine Euros mehr und daher kann ich euch den letzten Schritt nur beschreiben. Nachdem ihr das Geld halt reingelegt habt, schließt sich die Klappe wieder, das Geld wird gezählt. Der Automat zeigt euch dann nochmal eine kleine Zusammenfassung an, welche Scheine ihr eingelegt habt, also zum Beispiel ein 50er, 3 10er und 2 5er. Dann drückt ihr unten rechts wieder auf Continue, also auf Weiter, und euer Geld wird getauscht. Das dauert dann einen kleinen Moment und ihr könnt aus der gleichen Klappe, wo ihr eure Euros reingelegt habt, im Anschluss ägyptische Pfund entnehmen. So einfach ist es. Im Grunde genommen funktioniert auch jeder Automat so. Aber vielleicht ist der ein oder andere nicht fit mit Englisch und da es genau den Automaten auch in der Ankunftshalle vom Flughafen Hurghada gibt, habt ihr jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr euer Geld schon am Flughafen tauschen könnt, falls euer Hotel vielleicht gar kein Automat hat. Noch eine kurze Sache zu den Wechselkursen, die sind meistens ein bis zwei Tage hinterher. Also wenn die Kurse am Mittwoch stark steigen, dann kann man zu den neuen Kursen erst am Donnerstag oder Freitag wechseln. Ich habe allerdings das Gefühl, dass bei einer Verschlechterung der Kurse diese sofort immer weitergegeben werden. Ähnlich wie es in Deutschland ja schon seit Jahrzehnten mit Benzin und Diesel ist, Steigerung merkt man sofort, aber Senkungen werden erst später an den Kunden weitergegeben. Okay, ihr wisst jetzt, dass wenn ihr viel außerhalb des Hotels unterwegs seid, dass es besser ist, euer Geld zu tauschen, vor allem wenn man flexibel und günstig einkaufen und shoppen gehen möchte und wo und wie ihr am besten Geld wechseln könnt. Eine weitere wichtige Frage ist, welche Karten funktionieren hier überhaupt und kann ich damit bezahlen? Egal, ob ihr am Geldautomaten oder in einem Laden bezahlen wollt, grundsätzlich werden Mastercard und Visa-Card hier überall akzeptiert. Achtung, American Express ist hier nutzlos. Ich habe selbst eine American Express und eine Visa-Card und ab und zu ziehe ich die American Express zuerst über die Geräte, um zu schauen, ob halt die Karte funktioniert. Und bisher hat es nirgends in Ägypten geklappt. Ich kann nicht genau sagen, warum das so ist, aber gefühlt würde ich sagen, die boykottieren einfach die Karte. Ein Shopbesitzer meinte mal zu mir, dass American Express wohl sehr hohe Gebühren für ihren Service der Abrechnung verlangt und dass sie das Geld erst nach 60 Tagen auszahlen bzw. auf dem Konto freigeben und dass die deshalb die Karten ablehnen. Ob das stimmt, kann ich nicht zu 100% sagen, aber es würde für mich halt einen Sinn ergeben. Solltet ihr keine Kreditkarte von Master oder Visa-Card haben, dann kann es mit dem Bezahlen mit Karte hier schon etwas schwieriger werden. Normale EC-Karten funktionieren hier in der Regel nämlich nicht. Die Sparkasse hat zum Beispiel Karten mit dem Maestro, Mastercard oder Visa-Card Logo und mit denen kann man dann an den Geldautomaten hier Geld abheben. Ich bin privat aber bei der Volksbank und die Karten werden hier grundsätzlich nicht akzeptiert. Ähnlich wie halt meine American Express. Die einzige Karte, mit der ich hier zahlen und Geld abheben kann, ist meine Visa-Card. Wichtig ist, bevor ihr hierher fliegt, fragt bei eurer Bank am Schalter nach, ob eure Karte fürs Ausland freigegeben ist und ob man damit Geld hier abheben kann. Teilweise ist diese Funktion nämlich trotz entsprechender Logos auf der Karte erstmal standardmäßig aus Sicherheitsgründen gesperrt. Aber da wird euch der Bankberater halt weiterhelfen können. Geht da auch rechtzeitig los, denn teilweise dauert dieses Freischalten halt ein paar Werktage. Also wenn ihr das auf den letzten Drücker habt, dann könntet ihr Pech haben. Sollte das bei eurer Karte nicht gehen oder diese Funktion vielleicht hohe Gebühren kosten, dann könnt ihr darüber nachdenken, entweder einfach Bargeld mitzunehmen oder ihr schafft euch eine Master- bzw. Visa-Card an. Ich habe euch meine Visa-Card mal unter dem Video verlinkt, die kostet keine Jahresgebühr und man kann weltweit kostenlos bezahlen und Geld abheben. Was auch ganz nett ist, ist die Tatsache, dass man halt Apple Pay und Google Pay benutzen kann. Der Grund, warum ich mir damals meine Kreditkarte geholt habe, war allerdings die Sicherheit, dass man halt jederzeit und quasi weltweit größere Summen zur Verfügung hat, falls halt mal was passiert. In meinen Augen lohnt sich eine Kreditkarte aber wirklich nur dann, wenn man häufiger im Jahr unterwegs ist und man einfach diese Sicherheit im Hinterkopf haben möchte. Und da die Karte keine Jahresgebühr hat, gibt es halt Sicherheit quasi zum Nulltarif. Es gibt natürlich zahlreiche verschiedene Karten, teilweise mit Krankenversicherung oder anderen Annehmlichkeiten. Die sind dann allerdings nicht mehr kostenlos und kosten eine Jahresgebühr. Okay, das war es jetzt zum Thema Geld abheben. Wie gesagt, fragt auf jeden Fall bei eurer Bank nach. Ich habe schon öfters Leute hier im Hotel gesehen, die vorm Automaten standen und halt leicht verzweifelt waren, weil ihre Karte nicht funktioniert hat. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Was gibt es sonst noch beim Thema Geld zu beachten? Womit man hier auf jeden Fall konfrontiert wird, ist das Thema Geldwechseln. Die Leute möchten gerne ihre Euro-Münzen von euch in Euro-Scheine gewechselt haben. Daran ist grundsätzlich auch nichts auszusetzen, allerdings sollte man da vorsichtig sein. Wenn euer Roomboy oder eine Servicekraft im Hotel das von euch möchte, dann greift er meistens einfach in seine Hosentasche, zeigt euch seine losen 1- und 2-Euro-Münzen und fragt euch, ob ihr das halt wechseln könnt oder möchtet. Wenn ihr ihm dann das Geld wechselt, ist es sehr nett von euch, denn die Leute können Münzen nur gegen teilweise zweistellige Prozentsätze in Euro-Scheine tauschen. Also wenn die Leute 100 Euro in Münzen gesammelt haben, bekommen sie 90 oder weniger Euro in Scheinen zurück. Bei euch können sie 1:1 tauschen. Daher ist es sehr nett, wenn Touristen das am Ende ihres Urlaubs machen und daran ist auch wirklich nichts auszusetzen. Was problematisch ist, ist, wenn ihr mit Leuten tauschen wollt, die ihr vermutlich nur einmal im Urlaub sehen werdet. Darunter zählt zum Beispiel die Ankunfts- oder Abflughalle am Flughafen. Dort verpacken oft Leute ihre Münzen mit Frischhaltefolie zu 10er-Paketen. Man sieht dann als Tourist zum Beispiel diese 2er-Münzrolle und denkt, okay, ich gebe ihm dann halt 20 Euro dafür.
Das Problem daran ist, dass die 1-Pfund-Münze, was aktuell weniger als 5 Cent ist, dem 2-Euro-Stück doch verblüffend ähnlich sieht und auch eine identische Größe hat. Das heißt, wenn die das so verpacken, ist die erste Münze, wo man die Vorderseite sieht, ein 2-Euro-Stück und die letzte Münze, wo man die Rückseite sieht, ein 2-Euro-Stück. Die 8 Münzen in der Mitte sind jeweils 1 ägyptische Pfund, also insgesamt 8 ägyptische Pfund. Wenn ihr auf diesen Betrug reinfallt, dann zahlt ihr halt einfach teures Lehrgeld, weil ihr auch mit den ägyptischen Pfund nichts in Deutschland machen könnt, selbst wenn ihr die wechselt. Das sind Cents. Die Wechselgebühren fressen wahrscheinlich den Wert der Münzen sogar auf. Also tauscht niemals Münzen, die vorher verpackt wurden. Lasst euch die Münzen immer zeigen. In meinen Augen ist das einfach eine übelste Abzocke, die ich auch schon in einem anderen Video angesprochen hatte. Bitte fallt da nicht drauf rein. Was ich auch jedem empfehlen würde, ist eine App, die euch die aktuellen Kurse anzeigt. So fällt euch das Umrechnen leichter und ihr könnt eher nachvollziehen, was das Produkt jetzt wirklich kostet. Aktuell sind die Kurse gebrochen, also so in etwa 23, 24 ägyptische Pfund für 1 Euro. Es war vorher monatelang immer 20 ägyptische Pfund, also mal 19,8 mal 20,1, so in dem Bereich. Dann konnte man den Kopf einfach durch 20 teilen. Jetzt ist es allerdings nicht mehr so einfach. Deswegen für Leute, die nicht ganz so fit im Kopfrechnen sind oder einfach keinen Bock haben, ist so eine App auf jeden Fall zu empfehlen. Leider haben die meisten Apps Werbung. Ich zeige euch mal meine App, die hat natürlich auch Werbung. Aber ja, bei kostenlosen Apps ist es leider inzwischen immer so. Ja, das war jetzt mal ein ausführliches Video zum Thema Geld in Hurghada, Ägypten. Mir war es jetzt mal wichtig, einmal alles kompakt in einem Video zu erklären und nicht immer so scheibchenweise hier und da was dazu zu sagen. Das ein oder andere wisst ihr vielleicht auch schon, gerade die Leute, die schon öfters hier waren. Aber es kommentieren ja auch immer mal wieder Leute, die noch gar nicht in Ägypten waren oder aktuell so ein bisschen in der Planungsphase stecken. Die haben jetzt ein übersichtliches Video und müssen sich nicht alles zusammensuchen und zusammenreimen. Wer im Übrigen vorhat, hierhin auszuwandern, der wird früher oder später eh nicht drum herum kommen, sich auch ein Bankkonto hier einzurichten, denn Strom, Wasser und teilweise Internet je nach Anbieter werden darüber abgebucht und ohne Bankkonto könnt ihr halt euren Strom auch gar nicht erst anmelden. Dazu kann ich euch aber auch gerne noch ein weiteres Video machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.